Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Travels Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Travels Sparks of Hope. Oder besser gesagt, The Last Spark Hunter. Mit dem Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir mit dem DLC angefangen, haben die erste Schlacht hier schon hinter uns gebracht, haben neue Gegnertypen kennengelernt. Ja, und ich habe mir da hinten nochmal Heilung zum Mitnehmen gegönnt. Okay. Jetzt wird es eine Zeit, dass wir hier runterklettern und weitergehen. Oh, wir werden beobachtet. Okay. Ein Rätsel, das ich mal verstehe. Einfach nur das nehmen, was da auf dem Bild zu sehen ist. Muss ich eine Kombination machen? Ich glaube ja. Oh, guck mal, wir dürfen musikalisch mal sein. Die Reihenfolge egal. Ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Hauptsache, ich spiele hier die richtigen Noten. Okay. Das Teil. Das da. Das hier. Und das Dreieck. Wir haben die musikalische Brücke geschafft. Und da rechts wartet uns eine weitere Heilung. War hier nicht irgendwo auch noch eine Fensterzeitpfütze? Ach, da bin ich schon dran vorbei. Dahin zurück. Ach, hier gab es einen Weg nach oben und da ist die Fensterzeitpfütze. Okay, der Krieger und das Biest. Laut meiner Analyse hat es diese Finsterzeitpfütze auf starke Kämpfe abgesehen. Mehr als üblich jedenfalls. Rebella ist schon bereit. Damit bin ich wohl gemeint. Und Bowser, du kannst auch mitgehen. Es wird dir gut tun, ein bisschen Dampf abzulassen. Ja, bestimmt. Der Krieger und das Biest. Wassergolems besiegen. Okay, dann warte ich ja eben kurz, was ich einmal kurz ändere. Okay, wir haben auch einen Golem direkt hier vor der Nase. Dich trete ich erstmal. Wie ist einer von der Feuersorte? Die würde das gar nicht so wirklich ausmachen, ne? Und schade, dass du meinen Himmelsregen nicht berechnet hast. Ich wollte gerade sagen, wehe, du überlebst das. Was gut an den Golems ist, die können nicht schießen. Die sind eher Nahkämpfer. Aber dafür greifen die alles um sich herum an. Das heißt, bei denen brauche ich mich nicht hinter einer Deckung verstecken. Und die sind auch mal zu doof, um hochzukommen. Da ist ein zweiter Golem. Okay, der wird jetzt einmal treffen. Hat mir aber ehrlich gesagt sogar geholfen, weil ich jetzt näher stehe. Ich glaube, das hat gerade einen seiner Schilde weggenommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
So, ich mach mal den hier, ne? Für jeden, der in der Reichweite steht, kriege ich nämlich einen Boost. So, zack. Das grätsche ich mit Bowser. Und dann grätsche ich hier nochmal. Oh ja, das war guter Schaden. Wir müssen den Golem aber trotzdem leben lassen. Also was den neuen Spark angeht, was die Verteidigung abgeht, ist er auf jeden Fall gut. So, ich treffe tatsächlich alle mit der Aero-Klinge. Oh, guter Schaden. Ich kann aber nur einen der Golems wegmachen. So, ich gebe dir mal den Hauptschaden. Wenn hier oben weniger stehen, ist das besser. Da kann ich nur leider nichts gegen machen gerade. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht Rebelle an. Oh, danke, weil ich muss Rebelle heilen. Da unten stehen echt viele. Aber zum Glück ist da so ein Wassergolem. Dadurch kriege ich den Wassereffekt ja gleich. So, Schock, Himmelsregen! Viel mehr kann ich hier nicht tun mit Bowser. Ich musste gerade beide Eimer heilen. So, ich habe mich jetzt lieber mal vorerst zurückgezogen. Ja genau, wenn du hier unten alleine bei mir stehst, ist das gut. Leute, mich hat das Rohr gerettet. Die Heiler, die nerven auf jeden Fall. Bei denen Golem hochheilen. Die ganzen Knechte da sind auch nicht gerade förderlich. Ich glaube, ich kann nicht mit den Koopas alleine kaputt machen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Spawnen die doch in seine Richtung. So, Wurf! So, jetzt kann ich den kaputt grätschen. Ich habe jetzt sogar die Wasserbazooka. Und das Gute ist, ich habe die gerade alle einmal geboostet. Und die Robo-Koopas haben jetzt auch mehr Schaden drauf. Heißt so viel wie, ich gehe hier hoch. Und werf den einmal so. Oh, dann fliege ich bei meinem Koopa. Gebe dem Heiler noch eine mit. Wollt ihr mehr? So, tschüss. Weg mit euch. Wir können trotzdem enden werden hier. Bowser ist down. Aber die beiden sind kaputt. Sollte ausreichen. Sofern da jetzt nicht 5 Milliarden Soldaten rauskommen. Es darf maximal nur einer da rauskommen. So. Win. Eine letzte Frau auf dem Feld. Hat gerade so noch funktioniert.
habe die Schall-Aero-Klinge gerade so bekommen. Ich dachte, ich muss die im Laden unbedingt kaufen. Auf jeden Fall heile ich mein Team jetzt mal voll. Na gut, wenn wir die Aero-Schallklinge hier jetzt so schon bekommen haben. Ah ne, doch nicht so bekommen, oder? Doch, da. Das war doch die, die man im Laden bekommt. Leute, ich bin jetzt hier mal kurz zum Laden zurückgegangen und die Schall-Aero-Klinge ist tatsächlich weg. Ich würde sagen, wir sparen uns mal den Kauf von den ganzen Schallwaffen. Eventuell kommen die so zustande. Zumindest schiebe ich die mal nach hinten und gönn mir dann mal tatsächlich erstmal hier die Infos. Ich habe übrigens gerade auch mal nachgeguckt, wie viel Prozent wir jetzt schon vom Spiel haben. Und wir sind bei dem DLC gerade schon bei 5%. Also glaube ich mittlerweile wirklich nicht, dass das DLC besonders lang ist. Wenn wir nach einem Waffenskin direkt schon bei 5% sind. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es mit den Dingern auf sich hat, ne? Aber wenigstens kann ich Musik machen. Guck mal, da liegt noch Geld. Geld, komm zu mir. Was machst du da hinten? Haben wir jetzt schon den Bereich hier fertig? Wow, der Bereich war echt kurz. Wäre die Finsterzeit hier nicht, wäre das ein echt schöner Ort. Das ist der Konzertteich. Ich habe ihn schon auf vielen Bildern gesehen. Er ist, oder war, das Herz des Planeten. Bibo, ich erfasse Rabbit-Lebensformen im Innern der Finsterzeitpfütze. Oh nein. Das sind die gefeierten Musiker von Hordos Melodicus. Sie sind gefangen. Beeilung. Ich bin schon gespannt, deren Lied zu hören. Kurz gucken. Okay, ist auch ein kleiner Bereich. Die Bereiche hier sind echt winzig. Oh, guckt mal, da sind diese Viecher vom Ladebildschirm. Ich glaube, da ist ein neuer Gegnertyp. Und ein neuer Spark. Dracula Lipse? Okay, ein Apokalypse-Typen, der den Vampireffekt erzeugt, finde ich mega geil. Ihr seid hier, um diese Rabbits zu retten, oder? Sie können befreit werden, indem ihr gegen die Glühbirnen neben den Käfigen rast. Aber nehmt euch vor diesen Kreaturen in Acht. Sie können kleine Pfützen günstiger Finsterzeit erzeugen. So etwas habe ich noch nie gesehen. So etwas haben wir auch noch nicht gesehen. Mit Hilfe der Taktiken sollten wir erst einmal mehr über diesen neuen Gegner heraus. Wahrscheinlich dieser Kanonikus. Ja, macht das. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, darf ich hier weg und mit euch kommen. Dann bin ich auch im Heldenteam. Dich nehme ich dann auch jedenfalls ins Team. Du bist ja mega praktisch dann. So, aber zuallererst. Um Gottes Willen sind das viele Käfige. Ah gut, ich muss ja eigentlich nur die Lampen kaputt machen. Okay, ihn jucken die ganzen Dinger überhaupt nicht. Und der Verteidigung bringt offenbar nichts, weil er in den hohen Bogen schießt, wenn ich das richtig sehe. Und ich darf diese Finsterzeitpfützen hier abbekommen. Okay, pro Lampe ein Käfig. Ist in allen Richtungen ein Kanonikus. Um Gottes Willen. Okay. Der Plan. Erstmal hier Schockwellenspritzer.
Auch wenn es die alle überhaupt nicht juckt. Bei mir hat sich die Spark-Energie aktiviert. Das ist sehr schön. Das hier grätsch ich mal kaputt. So, ich greife jetzt diesen Kanonikus an. Und zerstöre ihn. So, den Rest könnte ich lethargisch machen, aber ich glaube, ich lasse das tatsächlich, weil ich habe hier oben eh die Sicht aktiv. Okay, so sieht dieser Regen aus. Unglaublich mache ich viel Schaden. So, dann machen wir hier mal das Lämpchen kaputt. Das mache ich kaputt. Dann mache ich hier die Lampe kaputt. Die Finsterzeitpfützen, die machen mir nur Schaden, wenn ich in der Nähe bin. Aktiviere einfach mal die Sturmklinge hier. So, komm mal näher. Du läufst ja echt nicht besonders weit. Ah, und da haben wir es gesehen, er schießt wirklich in einen hohen Bogen. Da musste ich jetzt einmal durch. So, Grätsche. Nächste Grätsche. Und kaputt gegrätscht. Dann mache ich mal das Portal da unten kaputt. So, kann ich noch irgendwen von hier aus snipen? Nö. Aber ich kann mich schon mal da unten hinstellen. Ich könnte einen Goomba snipen. Das bringt mir auch so viel. Ich hatte noch eine Ladung offenbar übrig. Alter, wie weit kannst du denn laufen? Der hätte die Ladung abkriegen müssen. Tja, hab den Aquashaker. Schade für dich, ne? Selig. So, Schockwellen, Spritze. Ich frage mich, ob diese Sparks, die ich mir hier freischalte in dem DC, ob die auch bei Tower of Doom dann dabei wären. So, ich hoffe mal, ich mache dir genügend Schaden. Loser. Das kann ich noch kaputt machen, das Lämpchen. Okay, der Kanonier, der kommt näher. Ich finde, der Kanonier ist auf jeden Fall schlimmer als der Golem. Das steht außer Frage. So, Aero-Klinge. Wollt ihr mehr? Dann baller ich dich kaputt. Winner. Gut. Action. Sind nur noch die ne, paar Lämpchen da oben plus die eine hier unten. So, da habe ich jetzt auch mal kaputt gegrätscht. Lege ich mal hier oben die alle lahm. So, damit werde ich zwei auf einmal los. Das ist kaputt gegrätscht. Falls der da hinten sich bewegen will.
So, krieg ich dich auch kaputt? Nee, leider nicht. Aber kaputt geschossen. Komm, kein Goomba. Danke. Da kommen aber Goombas raus. Die eh keinen Schaden machen. Keine Chance. Eventuell kriege ich jetzt alle Teile kaputt, die ich noch kaputt machen muss. Ich muss die Typen da unten nicht verdreschen. Ja, ich kriege das letzte jetzt auch kaputt. Also ich muss halt echt gar keinen von denen angreifen. Ich könnte ein paar extra Sternteile machen, aber ich kriege die hier in dem DLC irgendwie komplett hinterhergeworfen, die Sternteile. So, geschafft. So, ich will was Schönes hören. Ach, die ist auf unserer Seite. Sicher, aber ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass uns jemand nachspioniert. Das warst du, richtig? Ich bin Allegra. Ich bin Allegra, Wächterin von Hortus Melodicus. Verzeiht meine Vorsicht. Nehmt's mir nicht übel. Aber seht mir nicht gerade wie. Aber ihr seht mir nicht gerade wie die typischen Helden aus. Ha, gefällt mir. Endlich mal jemand, der uns durchschaut. Ein finsterer Schatten. Wir hatten zuletzt Pech mit Fremden. Eine Besucherin sorgte leider seit einiger Zeit für Mischstimmung und orchestriert das Chaos aus dem Schatten heraus. Sie jagt die gefallenen Sterne, denen wir Zuflucht gewährt haben, und zerstört die Melodie unserer in Gärten. Eine Sparkjägerin? Hier? Womöglich, sie sind besiegt. Alle. Allerdings. Ich weiß nur, dass sie meine geliebten Musiker in Gefahr gebracht hat und den gefallenen Sternen das Leben schwer macht. Meine liebsten Freundin verscheucht hat, ohne die wir unsere Biophonien nicht spielen können. Stille. Und ohne unsere Biophonien wird Hortus Melodicus ins Nichts versinken, eine stille Coda der Galaxie. Ich kenne mich mit Musik in der Hinsicht nicht so sehr aus, ne? Also, die Fachbegriffe sagen mir kaum was. Hinter diesem Tor befindet sich ein selten genutzter Durchgang, der mich zu meiner hoffentlich unversehrten Freundin führen wird. Folgt mir, wenn ihr wollt. Ja, ich würde sagen, da gleich hinterher, ne? Aber erstmal muss ich mir meinen neuen Kumpel hier ansehen. Drakul Kalypse. Du kommst 100% in mein Team. Alter, das ist die ultimative Heilung. Dann halt auch direkt auf so einem hohen Level. Ich nehme das mal anstatt den Toxishaker. Ich hoffe mal, dass der Welt Rosalina weiterlaufen kann. Und dann gebe ich Luigi auch noch Bewegungsradius. Im Rest gucke ich nach der Folge. Oh, hier ist die blaue Münzen-Herausforderung. Die machen wir noch. Die sieht nach Spaß aus. Komm, bitte! Hab sie noch gekriegt? Und mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute.
Nein, ich bin gegen die Wand gelaufen. Oh, hat trotzdem noch funktioniert. Das sieht eine neue Info. Die ich irgendwie so gut wie nie vorlese. Ja. Hortus Melodicus. Okay, gut. Und haufenweise Münzen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich habe gerade noch mal über die Optionen gerade geguckt, wie viel Prozent wir gerade haben. Und das DLC ist definitiv nicht besonders lang. Also wir sind jetzt schon bei 33%. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!